dann wirst du merken, diese Woche oder dieser Tag war der lebendigste, den du erlebt hast. Und wenn du das machst, kommst du garantiert aus dieser Negativspirale raus. Bin ich depressiv? Solche Fragen höre ich immer wieder von Menschen, die das Gefühl haben oder die wirklich in einer Phase sind, lustlos, freudlos, ohne Antrieb. Und dann sind wir tatsächlich in der Nähe einer Depression. Und mach diesen einen Weg nicht, den so viele machen. Viele gehen dann zum Arzt und der Arzt verschreibt ihnen dann fast reflexartig Antidepressiva. Ich will dir nicht sagen, was du tun sollst oder was du nicht tun sollst, aber überleg, bevor du diesen Schritt machst, vielleicht diesen einen Punkt oder diesen einen Tipp, den ich dir hier in diesem Video gebe. Dieser Tipp hilft sofort. Wenn du den wirklich konsequent machst, das ist nur ein Tipp, wenn du den konsequent machst, dann kommst du garantiert aus deiner Depression oder aus einer depressiven Stimmung heraus. Hundertprozentig. Ich mache wieder so eine wunderschöne Zeitachse. Und an diesem Punkt sind wir jetzt. Es hat ja immer eine Ursache, warum wir in eine Depression kommen. Wir fragen uns, wie wird das alles? Krise, keine Perspektive mehr, keine Möglichkeiten mehr. Alles, was wir kennen, wird sich verändern. Dann haben wir noch einen zweiten Faktor. Wir schauen anderen Menschen, zum Beispiel auf Social Media, zu. Wir schauen denen zu, wie sie ihr Leben machen und gestalten. Und da vergleichen wir uns und sagen, ja, aber der ist so erfolgreich, ich bin es nicht. Oh, der hat so viel und ich habe weniger. Und so entsteht, durch diese Rückkopplung entsteht Negativität, freudlos. Wir sind nicht mehr zufrieden, so wie es jetzt ist. An dem Punkt sind wir jetzt, in diesem Moment. Und da kommt die Frage auf, glaubst du, ich bin depressiv? Und wenn diese drei oder einer dieser drei Faktoren, lustlos, freudlos und ohne Antrieb, immer wieder da ist, dann ist wirklich eine depressive Stimmung im Raum. Wie komme ich da raus? Und da habe ich jetzt einen ganz einfachen Tipp, einen Trick. Frag dich, was würde ich jetzt tun, wenn ich... Und da gibt es eine Theateraufführung zu diesem Thema. Salzburger Festspiele, Jedermann. Der Jedermann lebt in Saus und Braus und auf einmal ruft der Tod und sagt zu ihm, hey, du bist jetzt dran, es ist jetzt Zeit, ich hol dich jetzt. Und dann sagt er, was, wie, das kann doch nicht sein. Doch, ich nehme dich jetzt mit. Dann erbittet er noch ein bisschen Zeit, ich glaube eine Stunde oder so. Und er lebt in dieser Stunde, in dieser Zeit sein Leben so lebendig, so aktiv, so unglaublich präsent wie nie zuvor. Und jetzt unser Tipp, unser Trick. Was würdest du tun, was würdest du heute tun, an diesem Punkt, wenn du noch eine Woche zu leben hättest? Eine Woche. Was würdest du dann tun? Frag dich das gerade mal. Schreib's auf ein Blatt Papier. Und dann sagst du, ja, das kann aber jetzt nicht sein, oder? Das ist doch ein schräger Tipp. Wer weiß das schon? Wissen wir's? Wir wissen's nicht. Und dann machen wir das Ganze noch ein bisschen extremer. Wir sagen, was würde ich tun, wenn ich noch 3 Tage zu leben hätte? Wir wissen es ja alle nicht. Wir wissen es einfach nicht. Und jetzt steigern wir das Ganze noch mal ins Extrem. Frag dich in der Früh, was würde ich heute tun oder wie würde ich heute leben, wenn ich noch einen Tag zu leben hätte. Und wenn dir dann ganz schnell einfällt und dann würde ich nicht mehr zur Arbeit gehen, dann nimm dir einfach heute frei. Nimm dir frei, warum denn nicht? Nimm dir eine Auszeit, wenn das so präsent ist. Was würdest du tun, wenn du noch einen Tag leben würdest? Was würdest du tun, wenn du noch 3 Tage leben würdest? Würdest du da nicht sehr präsent im Hier und Jetzt, im Heute leben? Würdest du dann die Leute, die um dich sind, nicht ganz anders wahrnehmen? Würdest du dann die Luft,
draußen oder das Licht, das Spazierengehen, rausgehen, dich zu bewegen, würdest du das nicht ganz anders wahrnehmen, wenn es ein Ablaufdatum hätte. Das Problem, dass wir in eine depressive Stimmung hineinkommen, ist sehr oft, dass wir unseren Fokus nach vorne werfen und da entstehen sehr viele Fragezeichen. Sieht man nicht mehr. Da entstehen sehr viele Fragezeichen, wenn wir nach vorne schauen. Und dass wir anderen Menschen zuschauen, wie zum Beispiel auf Social Media, und denen zuschauen und uns anschauen, was uns die alles sagen. Und dann vergleichen wir das, was die haben, mit uns und sagen, oh, die sind aber schon erfolgreicher als ich. Die haben schon mehr als ich. Und dann entsteht hier unglücklich sein. Und das muss aber nicht sein. Das heißt, den Fokus zurück ins Jetzt. Und wenn es eine Auszeit bedeuten würde für dich, wo du sagst, hey, und ich nehme mir jetzt eine Woche einfach Zeit für mich und lebe jetzt ganz präsent und ganz im Hier und Jetzt, dann wirst du merken, diese Woche oder dieser Tag war der lebendigste, den du erlebt hast. Und morgen in der Früh stehst du ja wieder auf. Dann frag dich, was würde ich heute tun oder wie würde ich leben, wenn ich noch einen Tag zu leben hätte. Leb genau so. Genau so. Und wenn du das machst, kommst du garantiert aus dieser Negativspirale raus. Und das verwandelt sich in ein freudiges, wow, mein Leben macht Spaß. Es macht richtig Spaß. Und genau das wünsche ich dir. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Pieti, Servus, bis bald.